Projektteams scheitern oft daran, ihre Ideen in einem frühen Stadium schnell umzusetzen und zu testen. Stattdessen diskutieren sie. Sie verlieren damit nicht nur Zeit. Die Gefahr ist, dass ihre Energiekurve absinkt und sie nach langen Diskussionen nicht mehr einschätzen können, ob die Idee es noch wert ist, sie überhaupt auszuprobieren. Es geht darum, das Momentum zu nutzen und die Idee möglichst schnell konkret zu machen. Idealerweise in wenigen Stunden. Unser Projektteam hat eine Idee für eine Erste-Hilfe-App entwickelt. Eine App, die Nutzerinnen und Nutzern zeigt, wie sie in einer Unfallsituation helfen können. Noch diskutiert das Team über das Für und Wider einer App. Unser Coach Janina macht klar, dass die Diskussion nicht weiterhilft. Dafür ist die Idee noch viel zu unkonkret. Stattdessen sollte das Team jetzt die Idee prototypisch umsetzen und mit potenziellen Nutzern testen. Sandra und Katrin beschreiben zunächst die typische Situation, in der die App genutzt wird. Dazu zeichnen sie ein Storyboard der Situation auf. In diesem Storyboard wird der Verlauf eines Unfalls gezeigt. Sandra zeichnet auf, wann die App genutzt wird und welchen Einfluss sie auf die Erste-Hilfe-Situation hat. Christoph zeichnet erste Details zur App, die ersten Screens, die der Nutzer sehen wird. Mit dem Stift in der Hand entstehen konkrete Vorschläge, die die App und damit die Idee konkret machen. Es ist wichtig, dass alle im Team verstehen, dass sie jetzt gefordert sind. Jedes Teammitglied kann Details einbringen oder ändern. Wichtig ist, dass die Details für die Situation relevant sind. Allen im Team ist klar, dass Unfälle auch anders verlaufen können. Aber sie müssen sich für ein Szenario entscheiden. Nur so können sie sich auf die wesentlichen Features konzentrieren. Das Storyboard entsteht. Jetzt wird auch die Diskussion zur Idee konkreter. Das Team kann nun endlich priorisieren, welche Aspekte der Idee besonders wichtig sind. Die sogenannten kritischen Funktionen. Und die gilt es, möglichst schnell zu testen.